Hallo, Brotbacken im Brotbackautomaten. Lohnt sich sowas? Also nur Brotbacken würde ich sagen, nein. So ein Brotbackautomat ist nicht schlecht, aber eher dann ein nice to have. Den hier habe ich recht neu, 2 Wochen, weil mein Alter war auch in Unhold nach gut 8 Jahren während der Arbeit die Sicherung rausgehauen hat und dann war Ende im Gelände. Ein paar Tage später habe ich mir dann diesen hier bestellt. Das Nachfolgermodell. Ich hätte auch gerne den alten wieder genommen. Denn neben Brot kann man in so einem Backautomaten einen sehr guten Pizzateig herstellen und den dann normal auf den Pizzastein backen. Und das lohnt sich wirklich. Auch Nudel und Brötchen und Baguette-Teig geht auch ganz gut. Ich hoffe, dieses Modell bekommt es auch so gut hin. Da habe ich vor Jahren schon mal ein Video zu gemacht. Ich packe den Link mal oben in die Info und unten in die Beschreibung. Das sind die Zutaten, die benötigt werden. Aber hier und heute machen wir mal ein Zwiebelbrot. Es macht nicht viel mehr Arbeit wie eine Backmischung, ist aber besser. Von den Backmischungen, die ich über die Jahre probiert habe, gefallen mir nur sehr wenige. Pulbiber besteht aus getrockneten und zerstoßenen milden oder sehr scharfen Chilis. Jetzt könnte man sagen, was das für ein Zeug, kenne ich ja gar nicht. Das kennt ihr alle. Das ist das, was auf dem Döner drauf ist. Das kommt aus der Türkei. Aber vorsichtig verwenden. Da gibt es verschiedene Schärfegrade. So, den Knethaken habe ich etwas eingefettet und stecke ihn auf den Antrieb. Kann man nichts falsch machen. Jetzt kommt das mindestens 25 Grad lauwarme Wasser in die Form. Alle Zutaten sollten Raumtemperatur haben, sonst wird es nichts. Es kommen jetzt alle Zutaten rein, außer die Röstzwiebeln, der Pulbiber und die Hefe. Abo und so weiter wäre nett, kostet ja auch nichts. So, jetzt die Backform einsetzen und einrasten. Im Uhrzeigersinn drehen. In die kleine Vertiefung gibt man jetzt die Hefe. Ja, dann den Deckel schließen, den Bräunungsgrad wählen, hier jetzt dunkel und das Programm wählen. Das Basisprogramm hat die Nummer 1, ist aber schon voreingestellt. Mit Start bestätigen und das war's auch schon. In 30 Minuten gibt man die Röstzwiebeln und den Pulbiber dazu. Nach der Backzeit schaltet der Backautomat automatisch in die Warmhaltefunktion, die man abbrechen kann. So, fertig. Sieht doch ganz okay aus, oder? Jetzt kommt die Form aus dem Gerät. Das geht eigentlich genauso einfach wie das Einsetzen. Nur eben, dass die Form jetzt sehr heiß ist, also vorsichtig. Ja, da muss jetzt nur noch der Backhaken aus dem Brot, wenn man ihn nicht schon vorher rausgenommen hat. Vorher heißt in dem Fall nach dem dritten Mal kneten, bevor der Backautomat die Backfunktion startet. Also mich stört der Haken nicht, das Loch da drinne ist nicht so groß mit Schinken und Spiegelei, das stört er sowieso nicht. Hat man aber jetzt vor, aus dem ganzen Brot jetzt Mettschnittchen zu machen, sollte man ihn vielleicht doch vorher entfernen.
wenn es einen stört. Auf jeden Fall, wenn der Backhaken raus ist, sollte das Brot circa noch mindestens 2 Stunden auf einem Gitter auskühlen. So, fertig. Eine Scheibe Natur, 2 Scheiben mit Zwiebelmett und eine Scheibe mit einem kalten Krustenbraten. Man sieht ja, dass die Scheiben sehr gleichmäßig sind. Ich habe mir vor Jahren eine kleine Schneidemaschine zugelegt. Mit dem Brotmesser bekomme ich es einfach nicht hin. Ist krumm und schief und irgendwie schmeckt es dann auch nicht. So ist es besser. So, ich hoffe mal, das Video hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein. Tschüss!